Wo finde ich Data? Als Ergänzung zum Data Management habe ich hier 4 verschiedene Dienste getestet, um in Dateien-Suche zu machen. Also eine Dateien-Inhaltssuche vor allen Dingen von Dokumenten wie PDFs, Word-Dateien, Präsentationen. Das wird sicher ein Spaß. Ich habe es versucht mit der Everything-Suchmaschine, dann im Windows-Suchdienst, Notepad und Visual Studio. Wir suchen jetzt einfach nur Text. Das ist natürlich das Billigste, aber ist schon mal ein Anfang. So, jetzt habe ich hier ein schönes Nostalgiesystem. Das Design ist der Hammer, ich weiß. Ich gehe mal davon aus, in den Nachfolgebetriebssystemen wird es ähnlich sein. Systemsteuerung, so etwas wie Indizierungsoptionen. Das sind die Orte, die indiziert werden. Das kann man hier ändern. Die Tastatur auf der rechten Seite ist für Eintragungen ins Logbuch, für den Zugriff aufs Computerarchiv, für die Bildschirmkontrolle und so weiter. Erweitert, Dateitypen, Eigenschaften und Dateiinhalte indizieren. Dann will er alles indizieren und das kann sehr lange dauern, deswegen machen wir das nicht, sondern machen dann hier gezielte Ordner. Und da sieht man dann, dass da wird immer mehr indiziert jetzt. Das brauchen wir dann für die Windows-Suche. Aber ich würde das nur jetzt gezielt in den Ordnern machen, die man da durchsuchen will. Das kann bestimmt auch Nachteile haben, sein ganzes System zu indizieren. Also durch die Indizierung kann man den Suchvorgang beschleunigen. Der Nachteil ist allerdings, dass das System dadurch verlangsamt wird, da dieser Dienst ständig auf die Festplatte zugreift. Hier befinden sich Kontrollen für die Steuereinheit, die Schutzschilde und die Waffenkontrolle. Hier links in der Spalte sind die Pfade, die für die Indizierung mit einbezogen werden. Und hier rechts stehen dann nochmal Unterordner, die dabei ausgeschlossen werden. Und für mich interessant ist jetzt vor allen Dingen der Uni-Ordner, weil ich mir gedacht habe, dass da bestimmt eine Menge unnützes Wissen drin ist, was ich fürs echte Leben total gut gebrauchen kann. Das wird jetzt indiziert. Und hier in den erweiterten Einstellungen Dateitypen kann man auch einzelne Erweiterungen deaktivieren, nach denen man eh nie suchen würde. Und das kann das ganze System nochmal ein bisschen beschleunigen. Und hier kann man den alten Index löschen und neu erstellen. Sehr interessant. So viel zu Indizierungsoptionen. Jetzt kommen wir noch zu Ordneroptionen. Suchen. Immer Dateinamen und Inhalte suchen. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Wenn wir vorher in den Indizierungsoptionen jetzt nur gezielte Ordner indiziert haben, klicken wir lieber das an. Also nur in den indizierten Ordnern. Dateinamen und Inhalte suchen. Okay. So, noch ein paar Infos zu meinem Suchtestordner. Da habe ich es ein bisschen übertrieben. Der ist 31 GB groß und enthält 50.824 Dateien in 5.655 Ordnern. Das ist schon eine große Hausnummer. Hier in den Ordneroptionen habe ich das spezifiziert. Indizierung zulassen. Okay. Ich suche Data. Er soll sich auf diesem Deck befinden. Hier entlang, Sir. Sie sind anscheinend neu auf einem Raumschiff der Galaxy-Klasse, Sir. Sag mir bitte, wo sich Commander Data befindet. Lieutenant Commander Data, ich lokalisiere Commander Data auf dem Holodeck im Bereich 4J. Sie sehen, zum Holodeck müssen Sie in diese Richtung gehen. Danke. Ich habe gern geholfen, Sir. Der nächste Eingang auf der linken Seite, Sir. Danke. Keine Ursache, Commander Riker. Möchten Sie auch eintreten? Ja, natürlich. Okay, wir suchen jetzt mit der Everything-Suchmaschine nicht nur die Dateinamen, sondern wir suchen auch die Dateiinhalte von, oben in der Taskleiste suchen, Dokumenten. Dazu erweiterte Suche. Ich würde immer erst den Ordner auswählen, in dem man suchen soll, sonst dauert es einfach zu lange. Und dann kannst du hier Wort oder Wortfolge innerhalb einer Datei. Achtung, Dateinhalte sind nicht indexiert, eine Kombination mit anderen Filtern steigert die Programmleistung. Hier können wir jetzt ein Wort oder eine Wortfolge eingeben, die innerhalb dieser Dokumentdateien dann gefunden werden soll. Puh. Sein erstes Mal vergisst man nie, Sir. Erweiterte Suche auswählen. Hier habe ich den Ordner ausgewählt und jetzt sage ich, der soll mir Transistor suchen. Die Syntax lautet hier zum Beispiel so, ein ausgewählter Ordner, Content Transistor. Ich habe das so in Brackets geschrieben, weil ich das dann noch leichter verknüpfen kann mit und oder Verknüpfung. Und wie wir sehen, hat er ja Sachen gefunden, wo dieses Transistor nicht im Namen vorkommt. Bearbeiten, suchen. Aha, Bipolar Transistor hat scheinbar funktioniert, ja. Sehr gut. Hier schön ein Skript, Power Electronics. Ja, Power Electronics kommt auch Transistor drin vor. Tut mir leid, das verstehe ich nicht. Die betreffenden Daten müssten alle zu sehen sein. Oh Gott, das ist Ihre Akte. Es tut mir so leid, Sir. Schon gut, Ernst. Also hier steht, dass Everything deswegen so schnell ist, weil es beim Indizieren die Windows-eigene MFT mitverwendet und die gespeicherten Dateien dann schon mal kennenlernt und sich vormerkt sozusagen. Die Master-File-Table weiß bereits, welche Inhalte auf dem Laufwerk liegen. Also der Aufbau der Everything-Indizes geht so schnell, wie das Dateirecherchieren dann später steht hier und das kann ich bestätigen. Hier, Datenbank-Aktualisierung steht dann hier meistens und dann indexiere, ja, scanne, sortiere Dateinamen.
Fertig. Und wenn man hier nichts in der Suchzeile eingegeben hat, dann zeigt er direkt alle Dateien an, die es so gibt. Musk Junior High School, Jahrgang 2247. Nachrichtenbereich. Name May... irgendwas. Stilly, was ist los? Liebe May Ahern. Ey, das war's. Computer? Lokalisiere Quartier von Ahern May. Im Schiffsmanifest taucht dieser Name nicht auf. Computer, durchsucht die Föderationsdatenbank nach dem Aufenthaltsort von Ahern May. Sie kommt ursprünglich aus San Francisco, Kalifornien, Erde. Bearbeite. Ahern May Teresa. Geboren 13. April 2236. Ich suche schon. So, hier ist die Windows-basierte Suche. Die Windows-Explorer-Suche, wie nennt man das? Nachdem alles indiziert wurde, finden wir jetzt hier auch einige Dateiinhalte, die Transistor enthalten. Kommt immer mehr dazu hier. Syntax, Content, Doppelpunkt. Es wurden keine Suchergebnisse gefunden. Würde es funktionieren, wenn ich wenigstens Art, Doppelpunkt, Dokument verwende? Ja, schön. Content? Ach, jetzt weiß ich, jetzt habe ich eine Idee, warum das nicht funktioniert hat. Weil, das wär ja Denglisch wieder. Funktioniert Inhalt, Doppelpunkt? Okay, Problem gelöst. Das war eine sehr schwere Geburt. Aber, tada, meine Suchergebnisse mit der Windows-Suche nach manueller Dateiindizierungsinitiation. Mein Navigationscomputer spinnt rum. Meiner auch. Auf manuelle Navigation wechselt. Ich verliere die Kontrolle. Die Pots halten das Außenladen. Steuern Sie einfach manuell. Sie meinen manuell, manuell? Entspann dich einfach und lass uns. Und ich würde behaupten, Everything ist bei der Dateiinhaltssuche langsamer als jetzt dieser Windows-Suchdienst, nachdem ich diese Dateiinitialisierung, ich hasse Indizes. Wenn Sie mich brauchen, sagen Sie einfach Index. Index. So, beide Dienste sind fertig und Everything hat mehr gefunden. Windows hat irgendwie die ganzen PDFs nicht mit betrachtet. Aha. Für Formate, die Microsoft nicht selbst unterstützt, muss man einen iFilter installieren. Für PDF gehört ein solcher seit Windows 8 zum Lieferumfang und ich habe ja Windows 7. Hier, dem kann ich mich nur anschließen. Die Suchfunktion gehört sicher nicht zu den Prunkstücken von Windows. Was kann man machen? Liste indizierten Ordner prüfen, ist drin in indizierten Ordnern. Existenz des PDF iFilter verifizieren haben wir noch nicht gemacht, machen wir jetzt. Also Systemsteuerung, Indizierungsoptionen, erweitert. Dateitypen, PDF. Oh, der registrierte iFilter wurde nicht gefunden. Wie geht's dann jetzt weiter? Diesen Link zum Download. Hier, PDF-Filter. Wenn X nicht funktioniert, versuch's mit Y. Wenn Y nicht funktioniert, versuch's mit Z. Wenn Z nicht funktioniert, ertränkt deine Unfähigkeit in einem risanischen Mai-Tai. Index einschalten. So, scheint geklappt zu haben. Es steht hier PDF-Filter. Hier, PDB, nur Eigenschaften indizieren und PDF, Eigenschaften und Dateiinhalte indizieren. Allerdings fängt er jetzt irgendwie wieder von vorne an zu indizieren. So, nachdem ich dieses PDF-iFilter und diese Indizierung initialisiert habe, hat mir die Windows-Suche doch tatsächlich 84 Ergebnisse geliefert bis jetzt, während Everything nur 22 Einträge gefunden hat. Suchen wir mal. Ja, hat er recht. Was läuft denn hier? Diese Fehleinschätzung hat ihre Crewmitglieder in Gefahr gebracht und sie fast getötet. Bevor wir auf andere Acht geben, müssen wir auf uns selbst Acht geben. Ich erwarte, dass sie besser auf sich Acht geben. Sie sind wichtig. So, in Notepad, Steuerung-Shift F oder oben in der Taskleiste Suche, in Dateien suchen. Suchen nach Transistor, nur in dem Ordner. Unterverzeichnisse mit beachten. Alle suchen. Ich leite maximalen Schub ein. Das kann dauern. Brücke, wir sind sprungbereit. Sind Sie auch bereit, Lieutenant? Ich habe den Pilotenschein mit 12 gemacht, Sir. Schwarzer Alarm. Okay, nächste Option. In Visual Studio wieder Steuerung Shift F oder bearbeiten, suchen und ersetzen, in Dateien suchen. Suchen nach Transistor, hier ausgewählte Ordner, Hauptsicherungsordner Uni. Alle suchen. Okay, die Visual Studio Suche ist fertig. Übereinstimmende Zeilen 37, übereinstimmende Dateien 15, insgesamt sucht Dateien 16.138. Und da gibt einen kleinen Textausschnitt an, wo dieses Wort gefunden wurde. Und dieses Wort wurde nicht nur einmal, sondern dreimal im Skript gefunden. Dann geht's los. Notepad ist fertig und liefert 144 Hits in 44 Dateien. Was findet er da so? HTMs, PDF, das Skript. Auch hier findet er intern drei verschiedene Hits. Hier in Visual Studio und hier in Notepad. Hi. Sie haben wirklich schöne Nagelbetten. Vielen Dank. Gern geschehen.
Jetzt weiß ich, wo der Fehler liegt, ihr kleines Stummelchen. Tut mir leid. So hat meine Mutter den kleinen Finger früher immer genannt. Das klingt nicht sehr respekteinflößend, ich weiß, aber der liegt nicht auf der richtigen Stelle. Darf ich? Ein Scherz. Und ich dachte, ich habe ihr Stummelchen gebrochen. Sowohl Everything-Suchmaschine wie der Windows-Suchdienst liefern keine Infos darüber, wie viele Hits es innerhalb der Datei zu diesem Suchwort gibt. By the way, die Windows-Suche hat inzwischen 332 Elemente gefunden. Wir gehen mal auf Typ hier und sehen, dass das Problem eindeutig bei den PDF-Dateien liegt, denn alle übrigen Dateitypen stimmen in der Anzahl der Suchtreffer überein. Red ich zu schnell? Ich muss Probleme lösen. Okay, hier in einem Forumseintrag verdichten sich die Hinweise, dass das nicht funktioniert. Denn it's not a bug, it's a limitation of the content function in everything. Zurzeit, immerhin 26. Dezember 2019, Adobe iFilter will not work on Windows 7 with Adobe Reader 11 in everything. Super. Immerhin hat das seiner Fixlist hinzugefügt. Bei den Dateitypen für die Windows-Suche gibt's PDF und PDF-XML und PDS. Und bei Everything kann man auch suchen, Filter verwalten, Dokumente bearbeiten. Und jetzt müssen wir mal zu P, PDF und PDX. Keine Ahnung, vielleicht bringt's was. Ist ja richtiger Krimi hier. Fügen wir hier auch PDF.PDS hinzu. Und hier in der Suche. Ja, ist halt hier nicht definiert worden im Filter. Daran liegt das. Wollen wir mal. Los geht's. So ungern ich das zugebe, scheint die Windows-Suche hier am ergiebigsten zu sein, was aber vermutlich an diesem neuen iFilter für PDF liegt, den ich mir gerade runtergeladen habe. 1.pdf, das scheint eine Dateidopplung zu sein. Es ist eindeutig im selben Verzeichnis also. Das gilt nicht. Sehr viel zu finden heißt jetzt hier nicht unbedingt, dass es ein gutes Suchergebnis ist. Egal, damit kann man arbeiten. Vielleicht kann man den iFilter von Adobe Acrobat irgendwie noch in die anderen Sachen mit einbinden. Ist auf jeden Fall ein guter Tipp. 337 Elemente. Ja, bevor das Filmchen jetzt ganz in Nuss ist, kann ich die Frage ja mal in die Runde stellen. Hat jemand eine Idee, wie man das für die In-Datei-Suchen-Suche optimieren kann, dass unter Windows 7 auch mit Visual Studio, Notepad und Everything sämtliche PDFs gefunden werden, für die es Treffer im Dateiinhalt gibt, für das gewünschte Suchwort? Ja, bis dann. Tschüss. Wollen Sie was sagen, Riker? Ich hoffe, dass nicht alle unsere Missionen so verlaufen, Sir. Nein, bestimmt nicht. Ich glaube, die meisten werden viel interessanter sein. Das war ja ein ganz schönes Abenteuer.